Hallo und herzlich willkommen am letzten Animo-Tag am Sonntag. Leider ist die Convention bald vorbei, aber wir haben noch ein paar Stunden Zeit und ich freue mich, dass ihr hergekommen seid zum 25-Jahres Sailor Moon-Panel. Und ja, was erwartet euch? Es erwartet eine Stunde voller Sailor Moon-Informationen. 25 Jahre sind ins Land gezogen. 25 Jahre Liebe und Gerechtigkeit. 25 Jahre im Namen des Mondes werde ich euch bestrafen. Kurz zu mir. Ich bin der Stavros. Ich bin vom Sailor Moon German Team. Das Sailor Moon German Team ist eine Faninitiative von ungefähr 30 Mitgliedern. Wir setzen uns ein, dass Sailor Moon am Leben erhalten wird, quasi hierzulande. Und machen viele Projekte. Wie ihr vielleicht gestern gesehen habt, waren die Synchronsprecher da. Wir werden auch weitere Projekte machen, wie zum Beispiel auf der Hanami einen Ball zum Thema Sailor Moon. Und werden euch da demnach weiterhin im Namen des Mondes informieren. Aber jetzt mal ganz am Anfang der Zeit, quasi vor über 25 Jahren, beginnt jetzt unsere Reise und somit auch das Panel zu 25 Jahre Sailor Moon. Im Jahr 1992, beziehungsweise eigentlich schon früher, aber es geht ja um Sailor Moon, begann eine junge Frau namens Naoko Taniguchi, die Frau links, mit der Idee, eine Serie zu erfinden, die etwas anders ist. Eine Serie zu erfinden, wo Frauen im Mittelpunkt stehen. Ihr alle kennt sicherlich Serien wie Superman, Batman, Spider-Man etc. Natürlich sind das amerikanische Serien oder von mir auch aus die japanische Version der Power Rangers. Es waren immer starke Männer, die gegen Schurken gekämpft haben, Männer, die gegen das Unheil gekämpft haben. Und es war damals eine Art Stereotyp von den starken Männern und den schwachen Frauen. Natürlich gab es dann immer wieder Frauen, die gekämpft haben, aber früher waren Männer im Mittelpunkt. Da dachte sich die Frau Takeuchi damals, wäre doch mal interessant zu sehen, wenn Frauen stärker wären. Naja, stark kann man nicht nur mit Gewalt sein, sondern auch mit ein bisschen Magie. Und so entstand auch die Idee, die Serie Sailor Moon ins Leben zu rufen. Oder wie der volle Name hieß, Bishoujo Senshi Sailor Moon. Es hat schon ein Jahr vorher seinen Ursprung gegeben, und zwar 1991 mit der Serie Codename Sailor V. Die Vorgeschichte quasi, die kennen wir sicherlich auch hierzulande, wo Sailor Venus als Sailor V noch gekämpft hat. Das war damals schon eine erste Geschichte, die sie entwickelt hat. Sie hat sich damals schon sehr stark der Astrologie, der Mythologie bedient, bis dann halt auch ihr Verleger, wo sie dann auch später den Sailor Moon Manga Kodansha dann rausgebracht hat, meinte, mach doch mal eine komplexere Geschichte, eine Geschichte, die mehr in die Tiefe ging. Denn Sailor V dreht er sich um ein Mädchen, die von einer Mondkatze dazu auserwählt wurde, gegen das Böse zu kämpfen. Und es wird auch interessant, wenn die Serie etwas komplexer wurde. Wir sehen hier eine ihrer ersten Zeichnungen zu Sailor Moon. Lustigerweise ein Fun Fact dazu, Sailor Moon sollte nicht immer blond sein, sie sollte ursprünglich graue, weiße Haare haben, bis dann der Verleger meinte, nee, mach die doch etwas auffälliger, damit sie auf dem Cover etwas auffälliger wird und sich besser verkauft. Vielleicht war es gut, dass sie damals auf diesen Ratschlag gehört hat, denn sonst wäre ja Sailor Moon, so wie sie aus einigen Bildern kennen, einfach so mit weißgräulichen Haaren gewesen. Gibt's ja. Auf jeden Fall war damals die Idee geboren, eine Geschichte zu entwickeln, wo halt fünf Kriegerinnen im Mittelpunkt stehen, die gegen das Böse kämpfen, begleitet von Magie. Das Thema Magical Girl wurde wieder aufgegriffen, das gab es auch schon vorher in Japan, das war jetzt nichts, was Frau Takeuchi erfunden hat, aber Sailor Moon war lustigerweise ein Phänomen für sich selber, dass es so bekannt wurde auf der ganzen Welt, aber nicht nur der Manga hat sehr viel dazu beigetragen, dass das bekannt wird, sondern eher mehr das nächste Projekt, der erste Anime, den wir alle kennen, mit dem wir alle groß geworden sind. Der erste Anime wurde vom Studio Toei Animation produziert, in Japan seit 1992 bis 1997. Fünf Staffeln umfasste die Serie, 200 Folgen, drei Kinofilme, fünf Specials, eine Menge Stoff quasi, der uns jahrelang auf dem Trab hielt. Also in Japan schon etwas früher als in Deutschland.
Aber warum wurde Sailor Moon so publik auf der ganzen Welt? Also fangen wir doch mal ganz von vorne an. Damit sich ein Anime erfolgreich nennen kann, muss es auch diverse Rekorde brechen oder Aufsehen erregen. Und damals war Sailor Moon eigentlich laut den Erfindungen von Naoko Takeuchi für eine Zielgruppe von Mädchen und Jungs so im Teenageralter konzipiert. Also die selber noch in die Schule gingen und sich mit diesen ganzen Alltagsproblemen identifizieren konnten. Aber lustigerweise hat es doch vor allem hier in Europa oder in Amerika sehr viel die kleinen Kinder dann angelegt. Also ihr könnt euch sicherlich dann noch vorstellen, wie es damals war, als ihr noch im Kindergarten oder in der Grundschule wart. Wie alt waren wir denn da? Da waren wir 5, 6, 7 oder teilweise auch älter und waren einfach addicted zu Sailor Moon. Und zum Beispiel sowas hat uns natürlich sehr geprägt, also Merchandise. Also es war damals schon in Japan der erste Schritt in Richtung, ja, wie wollen wir die Serie erfolgreich gestalten? Merchandise. Das finanziert auch die Serie etwas. Und klar, wenn wir uns das Merchandise von heute etwas ausblenden, damals waren die ersten Artikel etwas plumper, würde ich sagen, etwas groß, das waren ja auch für Kinder hergestellt. Und solche Sachen wie der erste Mondstab oder die Sternenspur, jetzt mal ehrlich, das sollte jeder von uns irgendwo mal haben, oder? War damals für eine kurze Zeit auch in Deutschland erhältlich, dann lange Zeit nicht mehr, aber jeder, also ich zähle mich mal dazu, der damals eBay und Co. durchforstet hat, die Preise, die taten schon weh, wenn man sich das holen wollte. Aber Gott sei Dank haben sich die Zeiten etwas geändert, aber das Merchandise selber war damals enorm, sehr enorm für eine, sage ich mal, sehr frische, neue Serie. Man wollte schon in diese Ecke etwas drin und Sailor Moon etwas publiker machen. Aber damit es publiker werden sollte, reichte natürlich nicht nur eine Ausstrahlung in Japan. Sailor Moon kam nach und nach all over the world quasi in Deutschland und genau seit 1995. Mich interessiert ja, wer ist von euch Sailor Moon Fan seit 95? Wow. Da bin ich nicht mehr alt gewesen. Okay, interessanter Schritt. Also ihr seid schon seit über 20 Jahren Fans. Gut ab. Sicherlich seid ihr damals mit Sailor Moon, wie gesagt, auf dem CDF das erste Mal in Kontakt gekommen, aber es gab ja auch zu Sailor Moon noch vieles weitere, was es in Deutschland gab. 97 kam es dann zum Beispiel auf RTL 2. Ich muss ja zugeben, ich bin ein Kind der RTL 2 Generation. Wer von euch noch? RTL 2? Ja. Ja, auch, die dann rübergeschraubt sind. Was ich sehr, sehr schade fand, 1995 kam mir die erste Staffel auf dem CDF. Zu einer unmöglichen Zeit, Samstag früh, aber wir waren Kinder damals, wir sind dann sowieso von früh bis abends vor der Glotze quasi hängen geblieben und natürlich auch auf der Straße, immer auf der Straße gespielt, denn es gab Facebook und Co. noch gar nicht früher. Und Sailor Moon, als es auf dem CDR kam, war es leider nicht so erfolgreich, obwohl schon erste Comic-Hefte da waren, erste Spielzeugartikel auf dem Markt waren, aber die Uhrzeit war einfach sehr unpassend gewählt, sag ich mal. Und es gab dann nach der ersten Staffel lange Zeit nichts, es wurde eingestampft, bis sich dann RTL 2 97 die Rechte gesichert hat und dann war der Hype da. Und was es nicht alles gab, da gab es voll viele Artikel, da gab es teilweise auch viele Musikproduktionen, die Supermoonies, alles Mögliche. Und sag ich mal so, der erste weitere Hype war dann, als 98 der Manga rauskam. Und ich muss dazugeben, Manga war für mich damals kein Begriff. Ich dachte, es wären einfach die Folgen, so wie Comics, einfach so Screenshots quasi abgedruckt und mit Sprechblasen versucht. Aber als ich mir dann meinen ersten Manga geholt habe, das war den ersten Manga, den ich gelesen habe, und Zeno war 18, der Schluss. Und ich dachte mir, okay, das ist ja total anders und das ist ja was ganz, ganz Neues. Und ich habe mir dann quasi über Nacht den komplett durchgelesen, habe mich dann selber gespoilert, wie ich dann wieder von Band 1 angefangen habe. Aber es machte nichts, dachte ich mir. Und es gab noch weitere Artikel, wie die Artlos zum Beispiel. Und ich habe mich damals schon gefragt, hä? Das sieht doch ganz anders aus wie links, diese animierte Version, und dann rechts, was Frau Takeuchi dann gezeichnet hat. Schon damals waren ihre Zeichnungen, finde ich, schon sehr individuell, sehr anders. Sie hat ja dieses Thema Shoujo sehr geprägt.
Diese Zeichnung mit den langen, schlanken Beinen und den vielen Haaren und so weiter hat uns jetzt nach 20 Jahren wieder begegnet, dazu später mehr. Aber damals waren, sage ich mal, ihre Zeichnungen sehr essentiell für den Manga- und Anime-Bereich. Und viele Zeichner, das sehe ich heute immer noch, wenn ich durch die Zeichner-Allees gehe und mir diese Fanarts anschaue, irgendwo entdecke ich immer ein klein bisschen Sailor Moon da wieder. Aber das ist ja auch nicht zu verübeln. Sailor Moon hat ja nicht nur den Anime- und Manga-Bereich etwas geprägt, sondern auch das Thema Cosplay und Convention. Ja, so sah es damals aus, vor über 20 Jahren, als Cosplay und Conventions hierzulande waren. Das sind Fotos von den Jahren 1998, 99, als zum Beispiel die ersten Fantreffen stattfanden und die ersten Conventions, zum Beispiel die erste Animagic 1999 wurde geprägt von Sailor Moon. Und die ersten Cosplays, ich meine, es gab damals nicht diesen Luxus, den wir jetzt haben, dass wir uns jede x-beliebige Perücke aus dem Internet bestellen können oder uns die Cosplays so nehmen können. Man musste damals einfach auf andere Mittel zurückgreifen, auf Karnevalsläden. Man musste damals seine Mutter oder seine Oma bestechen, damit ein Cosplay entstehen würde. Und ich weiß ja nicht, gibt es so Cosplayer hier, die noch aus diesen Zeiten sind, die das etwas nachempfinden können. Ja? Wie war es für euch, dass ihr nicht ein Cosplay machen wolltet? Mit Chino zum Beispiel. Ich habe halt auch meine Mutter gebeten, irgendwas zu nähen, und dann war das halt, weil dann aber irgendwie mit Socken halt so, das ist halt dann so viel da gemacht. Ja. Aber ich muss ja sagen, es war ja damals einfach egal, und es gab auch damals nicht diesen Druck oder dieses Konkurrenzdenken, das ist ja heute, das Technik, wer das schönste Cosplay hat und so weiter. Nee, es war einfach damals egal, man wollte seinem Charakter verbunden sein. Und egal, auch wenn man sich Watte in die Haare gestopft hat oder einfach Strümpfe angezogen hat, man war dann eine Sailor Moon oder eine Sailor Neptune auf der Convention. Und es war einfach pieps egal, und man hat einfach Spaß, wie wir es hier auf den Bildern sehen. Und es war einfach wichtig, und so ist diese Szene dann gewachsen. Die Szene ist gewachsen, und wir sitzen heute, ich behaupte es einfach mal so frech, wir sitzen heute hier alle, weil es Sailor Moon gab. Und weil Sailor Moon uns dann alle damals geprägt hat, und so sind Anime und Conventions gestartet. Also hierzulande Ende der 90er Jahre, Anfang der 2000er, herrschte dann Sailor Moon ein großer Aufwind für Anime und Manga. Aber was passierte denn in Japan zu dieser Zeit? Hierzulande in Deutschland gab es dann diese Anime-Conventions, diese Cosplay, und auch in Japan hatte man sich quasi kostümiert. Es gab die Sailor Moon Musicals von 1993 bis 2005. Gab es in Japan eine Reihe von Sailor Moon Musicals. Die Sailor Kriegerinnen sind zum Leben erwacht und sind damals in großartigen Musical-Aufführungen in Tokio aufgetreten und haben damals das auf die Bühne geholt, und da war auch Naoko Takeuchi involviert. Sie ist ja ein großer Fan der Musicals gewesen, denn ihr müsst euch so vorstellen, sie hat damals unter Zeitdruck die Mangas angefertigt. Jeder von euch, der die Erstauflage, nicht die Erstauflage, sondern die erste Fassung der Mangas hat, die 18 Ausgaben, da gibt es ja an den Seiten diese Randnotizen von Naoko Takeuchi, wo sie dann immer wieder beschreibt, unter was für einem Zeitdruck sie arbeitet. Damals hat sie quasi die Mangas gezeichnet und parallel dazu wurde der Anime gezeichnet. Und es gab dann auch wieder so Sachen wie zum Beispiel diesen Ale- und Anne-Akt, der ist ja gar nicht auf dem Manga basiert, aber sowas entsteht halt, weil einfach die Manga-Zeichnungen fertig wurden. Und es ist eine große Maschinerie gewesen in Japan, dass man Sailor Moon als Marke einfach da lässt. Und die Musicals waren dann später, denn hier sieht das ging ja bis 2005, für Naoko Takeuchi eine Möglichkeit, ihre Geschichte zu verfeinern. Es kamen neue Geschichten zum Vorschein, neue Sailor-Kriegerinnen, neue Handlungsbögen wurden anders, und es ist dann, da kommen dann Geschichten ans Tageslicht, wie zum Beispiel, fand ich dann sehr spannend, wenn eine Königin Perilla mit einer Sailor Pluto über ihre Liebe zu Tuxedomas singt. Hat man ja so im Anime und Manga gar nicht. Aber sowas kam dann auch zustande. Und wir befinden uns jetzt im Jahr 2002. Sailor Moon wurde so 10 Jahre alt.
10 Jahre Sailor Moon, was hat das zu bedeuten? Wir befinden uns da in einem Zeitalter des Internets. Es gab damals die offizielle Sailor Moon Webseite. Naoko Takeuchi hat dann schon neue Bilder gezeigt. Das hier, das war ganz neu. Das war so ein, vielleicht kennt ihr das noch, für die Leute, die schon lange im Internet sind. Bevor man eine Website besucht hat, gab es dann so ein Willkommensfenster direkt ein in unserer Website. Daraus stammt das Bild. Damals gab es dann schon so kleine Feierlichkeiten. Das Merchandise von damals wurde neu aufgelegt, aber auch was anderes wurde neu aufgelegt, denn nach 10 Jahren waren diverse Sachen vergriffen, wie zum Beispiel die Manga. Die Manga waren damals vergriffen in Japan und für Naoko war das eine Möglichkeit, sie nochmal neu auf den Markt zu bringen. Und jetzt, wo die gute Frau auch wieder Zeit hatte, konnte sie Sachen anders machen. Sie hat Feinigkeiten angefertigt, sie hat viele Bilder neu gezeichnet, teilweise die Dialoge etwas angepasst, natürlich der Hauptblock bleibt bestehen, also sie hat da jetzt nichts Neues erfunden, aber sie hat sich Zeit genommen, Zeit auch neue Cover zu zeichnen, diese Cover hier. Wie ihr seht, das Stil hat sich schon sehr verändert zu damals, denn wenn man keinen Zeitdruck hat, kann man noch viele Sachen nachjustieren, die damals nicht möglich waren. Und 2003 war halt der Re-Release des Mangas eine Möglichkeit für viele Fans, auch für hierzulande, die Mangas noch nachzulesen. Aber das 10-jährige Jubiläum von Sailor Moon war mit einer anderen Produktion sehr geprägt, und zwar von dieser hier. Wer kennt das? Ja, die Live-Action-Serie zu Sailor Moon. Die Live-Action-Serie zu Sailor Moon spaltet da schon vor 10 Jahren die Community schon etwas sehr, weil, jetzt erzähle ich euch gleich, warum sie sich gespalten hat. Man muss ja sagen, die Live-Action-Serie zu Sailor Moon war für einen Markt entwickelt worden, für den japanischen Markt, und all jene von euch, die japanische Serie gesehen haben, oder fangen wir allein bei der Werbung an. Japanische Werbung oder japanische Serien sind sehr anders als die europäischen. Finde ich persönlich etwas lustig, etwas cool, weil es auch etwas anders ist. Und wir befinden uns natürlich in einer Magical Girl Serie. Und wie will man eine Magical Girl Serie wie Sailor Moon in eine Dramaserie umwandeln? Das fängt ja zum Beispiel dann schon vom Aussehen an. Und einige, die es nicht geschaut haben, keine Angst, die laufen nicht ständig so rum, denn es ist ja nicht normal, dass in Japan Mädchen blaue Haare haben oder so Dango-Zöpfe. Und es wurde dann schon natürlich angepasst an die damalige Zeit. Wenn die Sailor Kinder zivil sind, haben sie natürlich normale Haare, fand ich sehr gut und sehr logisch, denn was uns alle damals im Anime gefragt haben, jetzt mal ehrlich, warum erkennt keine diese Sailor-Kriegerinnen, wenn sie anders sagen, jetzt mal ehrlich. Und das finde ich natürlich bei PGSM, also die Kurzfassung, also so nennt man die Serie PGSM, natürlich sehr logisch, so, wenn sie Sailor-Kriegerinnen in Zivil sind, sind sie natürlich normale Schulmädchen, und wenn sie dann sich verwandeln, sehen sie so aus, und dann hat man nicht das Problem, dass dann eines Tages eine Naru oder die Mutter von Usagi dann sagt, bist du das nicht? Nee, das war damals ganz anders. Natürlich gibt es dann wieder so Sachen, wie zum Beispiel Luna und Artemis, die Stoffkatzen, wenn man sich dachte, WTF. Was soll das? Aber das ist dann wieder so dieser japanische Almhumor. Und ich muss ja sagen, ich habe mit vielen Fans in den letzten Jahren geredet, und jetzt mein Appell an euch, die das noch nicht gesehen haben, haltet die ersten 7 Folgen aus. Die ersten 7 Folgen ziehen sich etwas, aber dann wird es spannend. Denn es ist jetzt keine 1:1 Nacherzählung der ersten Staffel, sei es Anime oder Manga, die wir ja schon x-fach kennen. Es ist anders, weil Naoko dann die Möglichkeit hatte, den ersten Akt zu Sailor Moon ganz anders zu erzählen. Neue Charaktere wurden entwickelt, wie hier. Böse Leute wurden zu böse. Sailor Luna, eine neue Sailor-Querung wurde entwickelt. Natürlich aus Merchandise-Aspekten her, denn damals war Sailor Luna, das ist wieder so ein Fun-Fact, Sailor Luna wurde tatsächlich in der Serie erfunden, damit man so das kleine Kinderpublikum noch ankreiden konnte und dann noch mehr Merchandise verkaufen konnte, weil
Das ist auch sehr interessant. Sailor Chibi Moon war in Japan damals, in den 90ern, der beliebteste Charakter. Ja, und wir wissen ja, dass Sailor Chibi Moon hierzulande einer der unbeliebtesten Charakter war. Warum wohl? Aber es war tatsächlich so. Es gab auch, wenn ihr mal, ich glaube, das war in den letzten, so ab Ausgabe 10 oder 11 der ursprünglichen Mangas, gab es ja in den letzten Seiten, müsst ihr mal zu Hause nachschauen, eine Auflösung der beliebtesten Charaktere. Und da war Sailor Chibi Moon sehr weit vorne. Hierzulande war zum Beispiel eine Sailor Merkur oder Sailor Moon Herself natürlich am beliebtesten. Aber Sailor Chibi Moon war damals schon sehr beliebt und hier und dann bei PSM Sailor Luna. Warum? Ganz einfach. Auch in Japan haben sich dann die kleinen Kinder, die Kindergartenkinder oder die in der ersten oder zweiten Klasse waren, Sailor Moon angeschaut. Und eine Sailor Luna oder eine Sailor Chibi Moon war natürlich eine Identifikationsfigur als Zehnjährige, als Elfjährige. Und deswegen gab Sailor Luna dann auch im PGSM. Ich muss ehrlich sagen, etwas strange, denn für mich war Luna eine Figur, die sehr weise war, die sehr befürworten war, dass sie sagt, okay, ich trainiere diese fünf Kriegerinnen zu diesen Kriegerinnen, die sie sein sollen. Und wenn dann eine Sailor Luna selber sehr schusselig ist, dann dachte ich mir damals auch so, und du willst aus diesen Mädchen diese starken Kriegerinnen machen, zum Schluss wohnen sie selber zu den Kriegerinnen, die sie heute wohnen. Aber damals war PSM tatsächlich so eines der letzten größeren Projekte in Japan, 2003, denn dann 2005 gab es dann eine Kehrwende. Eine Kehrwende in diesem Sinn, denn ihr müsst euch vorstellen, für die auch ihr, wo ihr schon seit über 20 Jahren Fans seid, es gab doch mal diesen Punkt, auch hier in Deutschland, da gab es nichts zu Sailor Moon. Das war so auch nach 2005 bis Anfang der 2010er. Die Ära ging zu Ende. Warum ging sie zu Ende? Da gibt es eine lange Hintergrundgeschichte. Eine lange Hintergrundgeschichte, wo ich jetzt euch das in der Kurzversion erzähle. Ihr müsst euch das so vorstellen, wenn ihr eine Geschichte erfindet, eine Geschichte, wo ihr sehr viele Stunden investiert, wo ihr das natürlich auch sehr viel Recherche reinsteckt, und Sailor Moon war natürlich jetzt kein 0815 abklatscht, wenn man sich an einem Abend nach einer Flasche Wein überlegt hat. Naoko hat dann natürlich sehr viel Zeit investiert, hat sehr viele Mühe gewendet, denn die Charaktere sind gespickt mit Hintergrundgeschichten aus der Astrologie, aus der Mythologie, egal ob griechisch oder römisch. Sie hat sehr viel Zeit investiert in dieses Produkt, und wenn ihr dann ein schönes Produkt habt und dann zu einem Verlag geht und daraus eine Anime-Serie entsteht, ist echt cool, denkt man sich. Und dann, wenn diese Serie dann nach Amerika oder nach Deutschland oder in alle Länder verkauft wird, passiert es dann, dass die Geschichte anders erzählt wird. Bestes Beispiel ist dann Amerika. Wer von euch kennt die amerikanische Fassung? Also eine Folge, glaube ich, gesehen. Also ich habe eine. Und dann, warum hast du nicht mal weitergesehen? Also diese Synchronisation der amerikanischen Version ist speichübel geworden. Da haben wir dieses, ich glaube, damals 15-jährige Sailor Moon, und die hört sich an wie eine 40-jährige Oma. Alles völlig unpassend, und dann haben sie ja noch die ganzen Namen verändert. Ja, das fand ich ja. Dann diese diese komplett anderen Verwandlungsmelodien. Ich meine, in Deutschland hatten wir ja das Intro nicht original genommen, da hatten wir ein neues gemacht. Aber sonst haben wir alles gleich gelassen. Diese ganzen anderen Melodien, die jetzt speichelbild geworden. Ich habe mir bloß noch gedacht, was haben die Amis da wieder verbrochen? Und da wurde ich mich mal wieder klar: Überlass den Amerikanern um Himmels Willen keine Animes. Und egal, ob sie jetzt ein Live-Action später machen, aber überlass sie nicht. Genau, das fühlst du jetzt zum Beispiel als Fan. Und jetzt versetz dich mal in die Autorin rein. Die hat sicherlich das auch gefühlt und noch eine Menge anderes. Ist das nämlich so cool, wenn man eine Geschichte dann so miterleben kann. Und Amerika war auch sehr geprägt der Zensur wegen. Ich meine, ich sag nur, die Geschichte von Haruko und Michiko wurde ja ganz anders dort erzählt. Das war kein Paar dort, das waren Cousinen, die sich sehr gut verstanden haben. Sehr, sehr gut verstanden haben. Das war natürlich schon mal so ein großer Kernpunkt, wo sich Naoko nach damals 15 Jahren gedacht hat, warum macht man denn das aus meiner Geschichte? Warum kann ich meine Geschichte so nicht erzählen, wie ich sie
erdacht habe. Aber nicht nur Amerika war schuld daran, dass dann irgendwann bei ihr so, viele weitere Länder, ich finde ja zum Beispiel auch Korea sehr krass. Korea hat das dann so gemacht, alle Szenen, die irgendwie japanisch waren, wurden komplett rausgestrichen. Charaktere wie das Amazonenquartett oder die Starlights, die haben dann einfach neue Klamotten gezeichnet bekommen, denn die waren viel zu nackt und das geht ja gar nicht. Und überall, wo dann japanische Zeichen waren, das wurde dann rauseditiert. Also tut mir leid für Ray, alle Szenen, die am Ikawa-Schrein waren, die gab es nicht, denn ein japanischer Schrein in Korea, das sieht man gar nicht. Was bleibt dann übrig? Von 200 Folgen gab es dann nur 130 in Korea zum Beispiel. Oder die ganzen Piraterie-Sachen. Überall, wo Sailor Moon drauf ist, es verkauft sich natürlich Bombe. Und die Chinesen dachten sich dann zum Beispiel, okay, wir nehmen einfach jetzt mal die Artworks von Naoko und pressen sie auf X-T-Shirts drauf oder auf was weiß ich, und wir verscherbeln das. Und man kann jetzt sagen, okay, Naoko hat jetzt so viel Geld durch Sailor Moon bekommen, das hat sie eigentlich gar nicht nötig, aber es geht ums Prinzip. Und da verstehe ich die Frau etwas, es geht ums Prinzip. Man macht sich die Mühe, man entwickelt eine Serie und es wird dann einfach fremd. So. Auf jeden Fall hat sich dann Naoko gedacht, nachdem auch der heiße Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen gebracht hat, war dann in Japan selber. Sie hat eine neue Serie PQ Angels entwickelt gehabt und hat damals das Manuskript geschrieben, die ersten Zeitungen und hat das dann an ihrem Hausverlag und Dancha gegeben. Und ja, über Nacht ist irgendwie das Manuskript verloren gegangen. Nicht so super, oder? Auf jeden Fall hat sie gesagt, ne, so will ich es jetzt nicht mehr haben. Ich ziehe alles ein. Sie hat dann damals eine Firma gegründet, PNP, Princess Now Planning, und hat sich alle Rechte zu Sailor Moon, zum Anime, zum Manga, zum PSM, zum Merchandise eingekauft. Sie hat sich alle Rechte selber wieder geholt. Und was hat die gute Frau gemacht? Sie hat sie erstmal behalten. Lange Zeit. Und deswegen gab es hierzulande lange nicht zu Sailor Moon. Kein Sailor Moon mehr im Fernsehen, kein Sailor Moon im Kiosk, gar nichts. Ganz einfach, weil sie hat sich die Zeit genommen, die Zeit, alles wieder einzusortieren, einzuplanen. Aber die Fans, wir alle und auch überall auf der ganzen Welt, haben natürlich im Internet versucht, eine Stimme zu erheben. Eine Stimme, die sagt, wir wollen Sailor Moon zurückhaben. Wir wollen Sailor Moon wiederhaben. Und dieser Appell hat natürlich Naoko auch erreicht. Und sie wusste dann auch, okay, lange wird das nicht so gut gehen, die wollen Sailor Moon zurückhaben. Und dann hat sie gesagt, okay, es wird ein Projekt geben. Ein Projekt, wo es mal so vorangehen wird, wie ich es haben will. Und wenn das dann funktioniert, dann schauen wir mal weiter. Nach 4 Jahren gab es das Projekt Italien. Ein Projekt, wo ein Comeback initiiert wurde. Ein Comeback in einem Land, wo Sailor Moon damals in der 19. Republik war. Man hatte die Auswahl zwischen Ländern wie Frankreich, Italien, Deutschland. Die Wahl fiel dann auf Italien und man hat gedacht, okay, wir bringen Sailor Moon da wieder raus. Das komplette Paket. Und wenn das dann funktioniert, dann wird Sailor Moon auf der ganzen Welt wieder erhältlich sein. Aber wie sah das dann aus? Natürlich mussten erstmal neue Bilder her, denn Sailor Moon ist natürlich in die Jahre gekommen und neue Bilder wie das hier wurden dann angefertigt von Marco Albiero, das ist dieser nette Herr hier. Der gebürtige Italiener hat dann viele neue Bilder gezeichnet. Die Bilder wurden dann hergenommen und damit neue Produkte entwickelt wurden, wie man hier auf dem Tisch sieht. Neue Merchandise-Artikel sind in Italien rausgekommen. Die Serie ist dann im TV, im Pay-TV gestartet. Die Mangas kamen mal raus, all das. Es gab da schon eine kleine Taktik. Zuerst gab es Sailor Moon in Italien im Pay-TV und dann auf DVD und dann nochmal im Free-TV. Das war sehr, sag ich mal, strukturiert geplant, denn die Überlegung war, gehen die Fans so weit, dass sie sich auch extra Pay-TV anschaffen, damit sie Sailor Moon sehen und wenn ja, dann kommt es im Free-TV und so weiter und so fort. Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Sailor Moon kam 2011 im Sommer in Italien im Pay-TV und die Leute in Italien haben sich das dann extra organisiert und dann gab es natürlich auch die DVDs. Nach langer Zeit auch in einem Land außerhalb von Japan oder Amerika zu kaufen, neue Artikel und
damals aus der Ferne dachte ich mir so, und damals war zum Glück eBay und so gut aufgestellt und habe mir natürlich dann auch die ganzen Artikel aus Italien importiert, den Mohnstab und die ersten Figuren und so weiter. Und ja, das Comeback hatte Erfolg. Nach und nach kehrten die Sellerinnen auf der ganzen Welt wieder zurück. Viele Länder folgten, wie zum Beispiel Frankreich. Alle kriegten die Sellerinnen zurück. Und wir hierzulande guckten so durch die Finger, so Anfang der 2010er. Wir warteten und warteten, aber das Warten hat sich natürlich irgendwann gelohnt. Das war dann so, das war März 2011, als dann eines frühen Morgens die Nachricht kam, der Mondstein fliegt quasi wieder. Der Manga, der sollte wieder zurückkommen. Der Manga, der damals so vergriffen war und auf der einen Seite hat mich sehr gefreut, auf der anderen Seite dachte ich mir, verdammt, ich habe so viel Geld investiert, mir alle 18 Bände auf eBay nachzukaufen und dann die Nachricht. Aber es hat mich natürlich gefreut, als der Manga dann wieder zurückkam. Aber der kam jetzt nicht so zurück wie damals, sondern etwas anders. Die damaligen Mangas, die Egmont Ende der 90er Jahre veröffentlicht hatte, waren ja aus der französischen Fassung übersetzt wurden, die waren auch gespiegelt und teilweise wurden die deutschen Namen aus der Anime-Serie verwendet und man dachte sich damals, nein, wir machen es anders, so wie Frau Takeuchi es haben will, denn eine große Bedingung dieses Comeback war es, es sollte alles so gemacht werden, wie sie es wollte. Und sie wollte eine originale treue Übersetzung haben. Und demnach heißt sie jetzt im Manga nicht mehr Bunny, sondern Usagi, so wie ihr eigentlicher Name ist. Nicht mal Sailor Mercury, Sailor Mercury, nicht mal Mondstein fliegt und sieht, sondern Moon Tiara Boomerang. Und viele weitere Sachen wurden dann für diesen Manga adaptiert, aber auch die Leserichtung, die originale Leserichtung und die Farbseiten, die neuen Cover. Und das Wichtigste überhaupt, man konnte den Manga endlich wieder ganz normal kaufen. Nicht mehr Raritäten, Schnäppchen, Suche, Sammlerbörsen etc. Nein. Und es war für mich schon ein Event, einmal in die Buchhandlung zu gehen und Sailor Moon im Regal zu sehen. Der Manga hat natürlich viele damals gekriegt, aber wir alle fragten uns, wann kommt die Anime-Serie ins Fernsehen, die heißgeliebte Anime-Serie. Und ein Jahr später, 2012, kam sie dann auf Animax. Aber Animax war damals ein Pay-TV-Sender. Und hier sehen wir schon wieder erste Muster wie Italien, zuerst Pay-TV und wenn da erfolgreich wird, schauen wir mal. Aber es gab dann viele, sage ich mal, verrückte Leute so wie mich, die sich dann extra damals Animax geholt haben, sich nur um sich Sailor Moon anzuschauen und es war natürlich ein Feeling nach über 7 Jahren. Das letzte Mal lief es 2005 auf RTL 2 und nach 7 Jahren saß ich dann, im Januar war das, vor dem Fernseher und als dann sagt das Zauberwort lief, ich so, wow, ich habe mich wie damals gefühlt gehabt. Und natürlich dachte man sich, ja, schön, aber nicht jeder kann das sehen, was soll man da machen? Und dann, nachdem das Projekt doch etwas erfolgreich war, viele Leute haben Gott sei Dank Animax abonniert, gab es dann Sailor Moon auf DVD. 2013 hat Kase dann die Rechte sich geholt und hat die komplette 200-teilige Serie auf DVD veröffentlicht, 10 Boxen aufgeteilt. Zusätzlich noch mit der japanischen Fassung, weil es ist ja heutzutage nicht so üblich, dass einige Serien dann auch noch eine japanische Fassung bekommen. Zum Beispiel Dragon Ball. Also Dragon Ball wurde ja so 1:1, nicht 1:1, sondern leicht zensiert geschnitten, nur mit der deutschen Synchro veröffentlicht. Das war natürlich für die Sailor Moon-Fans ein Erlebnis, Sailor Moon auf Japanisch und deutschen Untertiteln zu sehen. Denn hierzulande hatten wir eine leichte Dialogzensur. Einige Namen wurden dann eingedeutscht und einige Handlungen wurden leicht entschärft. Männer wurden zu Frauen und solche Sachen. Aber wer die DVDs hat, kann sich natürlich Sailor Moon ganz so anschauen, wie Naoko sich das damals erdacht hat. Der Höhepunkt war dann 2014, als Sailor Moon dann endlich im Free-TV kam. Aber nicht auf einen Sender, wie wir es gewohnt waren, RTL 2 und Konsole, nein, auf Viva. Also das war natürlich so, ich dachte, okay, hätte ich jetzt nicht gerechnet. Und am Anfang dachte ich, das wäre so eine Fake News. Viva bringt Sailor Moon. Aber Viva war auch der Sender, wo Musik lief. Ah ja, ich vergaß. Viva und TV läuft ja keine Musik mehr heutzutage, sondern was anderes. Aber es hat mich gefreut und ich glaube euch alle dann damals auch, als Sailor Moon auf Viva rein und mal zu einer, sag ich mal, humanen Zeit, und wir sind auch älter geworden, wir sitzen nicht nach 12 Uhr im Wohnzimmer und schauen uns dann Animes an, leider Gottes, aber es kam dann am Abend und in
in der modernen Zeit des Internets auch auf Abruf bereit für all jene, die sich das nicht anschauen wollen. Also ein Ausdruck, ich kann Sailor Moon nicht sehen, gab es eigentlich nicht. Wer es sehen wollte, konnte es jetzt im Jahr 2014 dann offiziell auf viele weitere Wege tun. Aber wir sind eben etwas weiter in der Zeit gesprungen, als ich wollte. Wir gehen mal 2 Jahre zurück. 2012 war das Jahr des 20-jährigen Jubiläums zu Sailor Moon. 20 Jahre hat gute Frau auf dem Buckel. Kaum gealtert. 20 Jahre Sailor Moon und man dachte sich damals, okay, also ich als Fan, da muss aber schon was Mächtiges passieren, denn 20 Jahre ist natürlich eine Zahl, da muss was passieren. Und von heute auf morgen kam es dann die Nachricht, es wird eine 20 Jahre Jubiläumsshow geben in Japan. Toll, dachte ich mir, in Japan, was haben wir davon? Aber, hallo, modernes Zeitalter, Internet sei Dank, Livestream und so weiter konnten wir damals alle mal mitgucken, als es dann im Juli es diese Show gab, 20 Jahre Sailor Moon. Eine Show, wo eigentlich nur die Presse geladen war und wo wir Fans dank Internet-Livestream gucken konnten und wir in Deutschland hatten es etwas gut getroffen, weil die Zeitverschiebung nicht so krass war wie jetzt zum Beispiel die Amerikaner, die dann teilweise um 3 Uhr früh aufgestanden sind, um sich das anzuschauen. Wir konnten es uns zu einer schönen Nachmittagszeit anschauen und ich finde das ja sehr spannend bei solchen japanischen Shows, die teilweise eine Stunde gehen, die ersten 55 Minuten nur bla bla, schön Sailor Moon und die letzten 5 Minuten kommt endlich mal die Katze aus dem Sack. Und die Katze aus dem Sack war damals, dass es hieß, es wird eine neue Anime-Produktion geben. Und was haben wir alle damals auf Social Media dann geschrieben? Oh mein Gott, oh mein Gott. Und ja, wir wussten, es kommt was. Wir wussten, eine neue Serie kommt. Und die ersten Gerüchte gingen rum. Ja, eine 6. Staffel. Nein, es wird für die Zukunft irgendwas erfunden. Für die Vergangenheit oder eine ganz neue Serie oder keine Ahnung. Es gab einfach nur die Aussage, es wird was Neues kommen. Und wir Fans mussten dann lange warten, bis wir dann endlich weitere Details bekommen haben. Aber die Wartezeit wurde natürlich etwas gekürzt mit folgenden Sachen. Und mir kommt es so vor, dass die Wartezeit uns immer noch bis heute so gekürzt wird, denn es gab Merchandise. Natürlich gab es mehr als auf diesen Bildern, aber ich konnte nicht alles abbilden, sonst hätte ich noch 20 Leinwände gebraucht. Aber neue Produkte gab es. Und diese neuen Produkte waren etwas anders als die Produkte damals in den 90ern. Die Produkte waren hergestellt für Leute wie wir. Leute, die jetzt mittlerweile Mitte 20, Mitte 30 waren, die einfach erwachsen geworden sind. Und Sachen, die man auch im Alltag super benutzen konnte. Wie zum Beispiel ganze Kosmetik rein, Klamotten rein oder Anhänger, Figuren. Und ich bin mir sicher, jeder von euch hat irgendwas in der Vitrine zu Sailor Moon aus dieser Reihe. Oder? Ja, sicherlich. Und man sieht dann hier schon so einen leichten Faible, denn bei vielen hat auch Naoko Takeuchi ihre Finger im Spiel und hat dann auch Sachen kreiert, die auch sehr teuer waren, mit exklusiven Modelabels. In Japan gibt es dann andere Labels, wie hier so lange, keine Ahnung, Gucci oder Versace kennen, gab es halt in Japan andere Labels, mit denen Frau Takeuchi zusammengearbeitet hat und dann kostet halt ein Kleid mal locker 200 Euro, aber hey, Japaner leisten sich sowas und viele verzweifelte Fans im Ausland auch, wie wir dann festgestellt haben. Aber Merchandise ist wichtig und das wurde auch jetzt vor ein paar Wochen wieder erwähnt. Eine Serie finanziert sich sehr stark durch Merchandise. Und wir können unseren Fan und unser Fan-Dasein so offiziell unterstützen. Wenn ihr sagt, okay, ich mag Sailor Moon und ich will, dass irgendwas Neues kommt, dann unterstützen wir das doch gerne. Und ich muss auch zugeben, die Produkte haben dann auch schon etwas, wie zum Beispiel die ganzen Proplika-Sachen, die Zepter und Broschen, wie wir damals alle als Kind hier haben wollen. Unsere Eltern dachten und sagten, für dieses Stück Plastik gebe ich doch keine 50 D-Mark aus. Und heutzutage denken sie, oh, wenn wir das für 50 D-Mark hätten, das wäre ein Traum. Aber nee, wir zahlen heute 500 Euro für eine Sternspiele auf eBay. Naja, aber Gott sei Dank wurden viele Artikel einfach wieder neu produziert und sind jetzt zu günstigeren oder schwinglicheren Preisen verfügbar. Aber nicht nur das Merchandise gab es, sondern auch Sailor Mew. Die Sailor Moon Musik kam wieder zurück. Nach über 8 Jahren Pause wurden die Geschichten neu erzählt.
aber hier hatte wieder Lauk ihre Finger im Spiel und hier wurde es so gemacht, wie sie es wollte. Sie war ein großer Fan von diesen japanischen Theaterspielen, wo alle Rollen von Frauen gespielt werden. Und so kam es dann auch, dass jetzt alle Sailor Moon Musicals, die neuen, ausschließlich von Frauen gespielt werden, also auch die männlichen Charaktere. Und es ist natürlich schon etwas merkwürdig, wenn ein Tuxedo Mask von einer Frau gespielt wird und dann bei Sailor Moon und Tuxedo Mask solche innige Szenen haben, wo ich mir einfach denke, okay, das sind jetzt eigentlich zwei Frauen, aber sie spielen sich verdammt gut. Aber die Musicals sind natürlich sehr detailgetreuter und erfreuen sich immer noch großer Beliebtheit. Aber es gab dann auch was Neues, eine neue Manga-Auflage mit ganz neuen Covern produziert, die von Naoko gezeichnet wurden. Und wenn wir uns hier das linke Bild anschauen, der Stil von der Frau hat sich doch nochmal gewaltig geändert in den letzten 10 Jahren zu den Mangas von 2003. Oder auch dieses Artbook auf der rechten, das ist dann von der neuen Musik. Viele Künstler haben sich nochmal zusammengetan und die Songs von damals wurden dann wieder neu aufgelegt in einem neuen Style. Und Sailor Moon sollte einfach dann wieder sagen, hier bin ich, auch nach 20 Jahren. 2014 kam dann endlich in einer Nacht, und liebe Leute, so kann ich mich erinnern, die Ankündigung, Sailor Moon Crystal kommt. Und wir so, Sailor Moon was? Sailor Moon Crystal? Was ist das? Und wir haben nur diese Bilder hier. Und so, das sollen die sein, die neuen Sailor-Klinen, die sehen doch etwas anders aus und ganz anders wie damals in den 90ern. Und ich kann mich erinnern, es gab da natürlich auch sehr viel Diskussionsbedarf auf Facebook und Co. Und alle sagten so, oh, wie sieht das aus und so. Aber ich dachte mir auch so, warten wir mal ab, bis der erste Trailer läuft oder die erste Folge kommt. Und dann kann man natürlich reden. Und damals war das so, dass Sailor Moon in Japan im Internet lief. Es kam nicht ins Fernsehen, aber das war für uns wiederum ein Glücksfall, denn wir konnten uns dann auch daran beteiligen. Wir konnten dann per Livestream reinschalten und Sailor Moon Crystal schauen, mit deutschen Untertiteln sogar. Auch wenn die teilweise nicht so super übersetzt war, aber ich war einfach dankbar. Ich glaube, wir alle waren dankbar, dass wir es sehen konnten. Die erste Staffel wurde präsentiert, der erste Handlungsbogen, ganz nah am Manga angelehnt. Das war Sailor Moon Crystal. Sailor Moon Crystal war einfach ein Reboot zu Sailor Moon, wo die Manga-Geschichte neu erzählt wurde. Denn der Manga von Naoko war damals anders als die 90er-Serie. Das hat sie damals auch, glaube ich, etwas gefuchst, wo sie gesagt hat, okay, wenn ich jetzt das sage, wir machen eine Anime-Serie, so wie ich mir die Geschichte damals ausgedacht habe. Und die erste Staffel hat natürlich ein paar Änderungen wie im 90er-Anime. Aber je weiter wir in die Geschichte reingehen, zum Beispiel Staffel 5, ist komplett anders im Manga wie im Anime. Also alle, die das gelesen haben, wissen, was für ein Gemetzel uns erwartet. Ich spoilere jetzt nicht. Aber die erste Staffel war natürlich auch etwas anders. Und diese Verwandlungen, diese 3D-Animationen, waren jetzt nicht jedermanns Geschmack, muss ich ehrlich zugeben. Aber die Zeichnungen. Aber es war interessant, Sailor Moon in der Neuzeit zu sehen. Und die Folgen, wenn dann Amy oder Arm, wie sie jetzt heißt, da sitzt und in einem Tablet da rumsurft. Und das ist natürlich was ganz anderes wie damals. Und dass alle dann ein Handy haben und so. Es wurde einfach in die heutige Zeit eingefügt. Schon damals gab es die Info, dass dann mehr Folgen produziert werden. Also es hat gereicht für die erste Staffel und auch die zweite Staffel. Und ich finde ja, die zweite Staffel im Manga oder Crystal ist natürlich auch sehr anders wie damals. Hier haben wir natürlich nicht diesen Lückenfüller mit Ale und Anne, sondern es geht dann einfach knallhart los. ich finde natürlich hier, ich muss dazu gehen, Sailor Pluto ist meine Lieblings-Sailor-Kriegerin, hier kommt auch wunderbar in Geltung vor. Die Geschichten sind da auch etwas für ein erwachseneres Publikum gemacht worden, sehr theatralisch. Leicht brutal, aber für einige, die sich Crystal noch nicht angeschaut haben, ich will euch nicht spoilern, aber hier fängt es schon etwas anders an. Also es ist ja nicht so wie damals. Dann, ein Jahr später, 2016, kamen dann weitere Sailor-Kriegerinnen dazu, die dritte Staffel von Sailor und Crystal kam. Da wurden dann auch die Zeichnungen anders, denn das ist wieder wichtig und das müssen wir uns alle merken. Das hat auch Dominik Auer gestern gesagt. Wenn ihr Kritik habt an Sailor Moon, wir können unsere Kritik im Internet konstruktiv äußern und die Japaner kriegen das natürlich mit. Jeder von euch hat eine Stimme und
je lauter sie wird, in einem Notenton, kann die erhöht werden. Und viele haben sich damals einfach über diese 3D-Animationen beschwert. Das ist natürlich nicht das, was wir lieben und kennen. Und somit wurde die dritte Staffel auch etwas anders gezeichnet. Die Verwandlungen wurden wieder in 2D gemacht und auch mehr Humor wurde reingesetzt. Denn das war auch so ein Punkt. Sailor Moon hat keinen Humor wie früher. Aber das gab es dann Gott sei Dank. Ja, aber wir feierten dann auch hierzulande danach ein Jubiläum. Nicht nur in Japan wurden 20 Jahre Sailor Moon gefeiert, sondern auch hierzulande. Wir feierten 2015 20 Jahre Sailor Moon. Da haben wir uns die Kampagne Sailor Pride ausgedacht, weil, wie wir wissen, 1995 kam Sailor Moon auf dem ZDF. Deswegen dachten wir uns, wir Fans, hey, wir müssen das feiern. Wenn Japan schon so einen Happy Birthday Marathon macht, dann können wir das auch. Und hier nochmal ein großes Dank an all die Fans, die uns die letzten Jahre da unterstützt haben, denn das alles konnten wir natürlich nicht ohne die Fans machen. Was haben wir denn gemacht? Wir haben uns angeschaut, was haben die Japaner in Japan gemacht. Es gab dann auch neue Musik in Japan oder Konzertreihen, das haben wir dann auch hier eingeführt. Wir haben dann ein Jubiläumsalbum mit einer Plattenfirma aufgenommen und haben dann eine Konzertreihe gemacht. Oder in Japan gab es dann auch Merchandise, was wir hierzulande durch viele Händler wie Figuya herbringen konnten. Der Höhepunkt war dann auch zum Beispiel, dass man sagt, okay, wir machen einfach ein Wochenende nur mit Sailor Moon und hatten dann eine Con in der Con gemacht und haben dann die Sailor Pride Convention gemacht, wo wir dann auch einen Raum voller Sailor Moon gemacht haben, wo wir dann auch Gäste wie Marco, den Sailor Moon Zeichner, aus Italien geholt haben. Und haben einfach versucht, das, was es in Japan gab, nach Deutschland zu bringen. Und da nochmal vielen Dank an die Fans. Das war in Berlin. Genau. Aber der Höhepunkt war natürlich, okay, die Japaner hatten diese neue Serie, die hatten Sailor Moon Crystal. Wir wollen die natürlich auch haben. Und da habe ich mich schon damals sehr früh hinterfragt mit meinen japanischen Kontakten, hey, wie schaut es denn für Deutschland aus? Und wir hatten dann die Info bekommen, Anfang 2015, dass Sailor Moon Crystal auch hierzulande kommen soll. Aber wir haben dann auch von ganz weit oben gehört, es soll bitte so sein, wie es in Japan war. Gut, dachten wir uns, also kriegen wir dann auch neue Stimmen, denn damals in Japan wurden ja alle Stimmen neu gecastet, außer die von Sailor Moon. Okay, darauf müssen wir uns gefasst machen, irgendwie schade, denn wir lieben die alten Stimmen. Und ich habe dann eines Tages den Anruf erhalten, ob ich nicht mitarbeiten möchte in diesem Projekt. Ich habe gesagt, das ist mir eine Ehre, das mache ich gerne. Und dann wurden damals schon das erste Song vereinigt. Ich habe damals die ersten Gespräche mit Toei Animation und dem Produktionsstudio gesprochen, wie sie sich das vorstellen. Und als es dann hieß so, ah ja, und wir casten jetzt auch eine neue Sailor Moon. Ich so, wie bitte? Eine neue Sailor Moon? Warum? Ja, alle Stimmen sollen neu gemacht werden. Ich so, ja, das ist mir schon klar, aber Sailor Moon wurde doch im Japanischen auch von der ursprünglichen Sprecherin gesprochen. Ja, aber wir wollen neue Sprecher haben und so weiter. Und ich so, hä? Das ergibt doch jetzt keinen Sinn. Das widerspricht doch auch das, was Naoko sich gewünscht hat, alles beim Original. Und ich habe mich da einmal aus dem Fenster gelehnt gehabt und habe dann mal mit dem Team zusammen gesprochen, hey, was können wir da machen? Wir haben dann auch von Sabine die Antwort bekommen, ja, sie findet es auch schade, sie hat es auch gerne gesprochen und von Ines wussten wir das auch. Aber die beiden hatten sich dann schon untereinander abgesprochen, dass wenn überhaupt einer von den beiden sprechen würde, dass Sabine, die damals in der ersten Staffel Sailor Moon gesprochen hatte, das nochmal machen würde. Wir haben dann über eine Nacht- und Nebelaktion eine Umfrage gestartet gehabt an euch Fans, hey, wenn Sailor Moon hierzulande kommen sollte, wen würdet ihr gerne hören als Sailor Moon? Sabine, Ines oder eine ganz neue Sprecherin? Und wir hatten dann die Aktion eine Nacht laufen lassen und da waren über 2000 Stimmen abgegeben worden und ich glaube so mit 60-70% war es für Sabine, dass sie hier sprechen sollte. Am nächsten Tag bin ich wieder in die Besprechung rein, habe ihnen das vorgelegt und erstmal habe ich geschickt bekommen, so, warum machst du das, ohne uns zu fragen? Und ich so, naja, ich habe nicht gesagt, Sailor Moon Crystal kommt nach Deutschland, falls es kommen sollte. Und wir haben dann schon gesagt, hey, die Serie wird einfach hierzulande keinen Erfolg haben, hört auf die Fans und sonst, es ergibt einfach keinen Sinn. Ihr sagt, ihr wollt es so wie die Japaner machen, wir wollen Sabine zurück, sonst steigen euch die Fans aufs Dach.
Für Sabine ging es dann gut aus. Sie kam dann wieder zurück als Sailor und hat sich gestern nochmal auch bei euch bedankt. Und ja, dann hieß es, wir sollten einfach eine neue Synchrofassung produzieren. Die Kunst war, wie Dominik gestern schon gesagt hat, wir hatten einfach Bücher aus, also Dialogbücher bekommen aus Frankreich, die dann ins Englische übersetzt wurden, die aber wiederum aus dem Japanischen waren. Und meine Rolle in dieser Produktion war es, ich sollte dann einfach das Qualitätsmanagement übernehmen und auch Folgen aus der Rohübersetzung übersetzen. Mein Japanisch reicht jetzt bis zu einem Level A2, ich kann vieles raushören, aber vieles habe ich mich natürlich dann auch aus dem Englischen bedient. Es war eine aufregende Zeit, ohne Frage. Lange Nächte, bis um 3 Uhr in der Früh saß man da, weil man auch Zeitdruck hatte. Wir mussten teilweise pro Tag eine Folge fertig machen. Und ich habe ja nicht den ganzen Tag Zeit, ich habe auch einen normalen Job und ein normales Leben. Und deswegen musste ich mir das auch irgendwie einteilen. Aber es war spannend. Und man lernt Sailor Moon ganz neu kennen, wenn man jedes Detail hinterfragt. Teilweise so, wie spricht man den Namen der Schule aus? Oder was bedeutet dieses Zeichen? Oder warum heißt es so und so? Natürlich hatte ich dann auch die Auflage bekommen, es muss so sein wie im Japanischen. Also klar, ein Mondschiff-Übungssieg wäre auch nett gewesen, aber meine Frau Takeuchi wollte schon ihren Originalspruch haben. Auch mit dem Namen, auch mit der Aussprache. Das Projekt wir haben im September angefangen und es ging bis Anfang Dezember. Es war eine aufregende Zeit. Viele Eindrücke konnten wir sammeln und es war mir eine Ehre, das da machen zu dürfen. Und wir von Sailor Moon Journal waren auch nur das Sprachrohr zwischen Fans und Studio. Und alles, was wir dann aufgesammelt haben auf Input, haben wir versucht einzuführen. Wir hatten da gewisse Namenfolge, aber auch wiederum nicht. Wenn es zum Beispiel hieß, okay, wir wollen die Sprecher den und den haben, da konnten wir uns leider nicht einmischen. Aber ich habe versucht gehabt, in den Übersetzungen, soweit es ging, dann auch ein paar Hints einzubauen. Also wenn ihr euch Sailor Moon Crystal auf Deutsch anhört, habe ich versucht, in manchen Szenen diverse Anspielungen auf die 90er-Serie einzubauen. Vielleicht hört ihr das irgendwo mal raus. So, Sailor Moon Crystal gab dann in Deutschland und wir dachten uns, wir machen daraus wieder ein Event und haben die Kampagne Sailor Legend gestartet. Sailor Legend haben wir letztes Jahr durchgeführt. Eine neue Legende beginnt, hieß es. Sailor Moon Crystal kommt nach Deutschland und wie sah das dann aus? Wir haben viele Ausstellungen gemacht, wie hier in Leipzig. Wir haben uns den Synchrocast eingeladen, haben Konzerte gegeben, haben Behind-the-Scenes-Aufnahmen gemacht. Dann gab es endlich die DVD dazu. Auch hier durften wir Dokumentationen machen, wir haben die Synchronsprecher interviewt und haben einfach diesen Moment aufgenommen. Denn all jene von uns können sich dann eines Tages sagen, vor über 20 Jahren war ich dabei, als Sailor Moon Crystal gab. Denn als Sailor Moon 95 auf dem CDF kam, wer kann sich noch super daran erinnern? Also ich glaube, es gibt wenige Fans noch, die heute noch Fans sind, die sagen, ich habe mir damals die erste Folge am ersten Ausstrahlungstag angeschaut. Und jetzt bei Sailor Moon Crystal sind wir alle ein Teil davon. Wir sind alle ein Teil einer neuen Legende. Und ich finde das schon etwas Besonderes. Und wenn wir mal eines Tages alt und grau sind und vielleicht nicht mehr Fans sind, aber wir werden uns an diesen Tag erinnern, wo wir sich denken, wir waren dabei, als eine neue Ära begann. Aber es ging natürlich auch weiter, denn viele von uns haben uns gefragt, wann kommt die dritte Staffel nach Deutschland? Das Warten hat jetzt ein Ende. Ab Juli kommt die dritte Staffel bei KZ auf DVD und Blu-ray. Ich freue mich, die deutsche Fassung gab es ja schon Anfang des Jahres auf Animax, aber wieder das Problem, wer hat schon Animax? Aber ab Sommer kommt die dann wieder raus. Also wir werden im Sommer wieder für Liebe und Gerechtigkeit kämpfen. Aber die Legende geht weiter. Wir befinden uns gerade jetzt im Jahr 2017, im Jahr des 25. Jubiläums. Und was erwartet uns denn da zu 25 Jahre Sailor? Wir schauen mal etwas weiter hinaus, denn das 25. Jubiläum spielt sich ja nicht nur in Japan ab. In Amerika gab es ein ganz großes Kino, im wahrsten Sinne des Wortes. Sailor Moon, die Kinofilme, kamen ins Kino nach über 20 Jahren. Und viele von uns fragen uns, ja, kommt das auch nach Deutschland, wie schaut es aus? Ich sage nur, wir müssen etwas warten, abwarten und Tee trinken, aber es kommt was. Ja, darf ich nicht sagen. Aber ich bin mir sicher, dass wir bald auch
in den Genuss kommen werden. In den Genuss kommen auch viele amerikanische Fans in den letzten Wochen, sich das Sailor Moon Musical anzuschauen. Das nächste steht schon in den Startlöchern. Im Herbst findet das Musical zur fünften Staffel von Sailor Moon statt. Und es war schon in den Premieren Highlights. Sailor Moon gab es auch in Amerika als Musical. Und warum sollte es auch nicht vielleicht in Europa mal geben? Also, das letzte Musical zur fünften Staffel soll ganz groß rauskommen, hieß es. Und wir sind gespannt, vielleicht wird es auch hierzulande dann mal was werden. Gerüchte zufolge, also es wurde ja schon bestätigt, dass die nächste Sailor Moon Crystal Staffel kommt. Viele Gerüchte sagen, ja, 2018 soll es kommen. Der Komponist des Soundtracks meinte 2018, aber es sind Gerüchte. Deswegen haben wir es auch nicht so kommuniziert nach außen, dass es 2018 kommt. Wir müssen abwarten. Die vierte Staffel rund um die Geschichte von Helios, Pegasus, Dead Moon kommt. Und darauf freue ich mich, weil die vierte Staffel auch wieder ganz anders ist wie damals in den 90ern. Aber was es dieses Jahr definitiv geben wird, und ich hoffe, ihr kommt dann alle, es wird auch in Deutschland ein Orchestermusical geben, ein Orchesterkonzert quasi. Das wissen wir noch nicht. Tourdaten werden demnächst preisgegeben, aber es wird in vielen Ländern in Europa, wie zum Beispiel Italien, England, Frankreich oder auch Deutschland, Spanien, wird Österreich es auch? Österreich glaube ich nicht, es wurde nicht angekündigt, aber wir sind gespannt, wo es dann kommen wird und sobald es da Informationen gibt, werden wir euch natürlich im Namen des Mondes informieren. Ja, und wie ich auch sehe, sind wir jetzt auch schon zum Ende gekommen. 25 Jahre Sailor Moon liegen jetzt hinter uns. 25 Jahre Liebe und Gerechtigkeit und ich bin einfach gespannt, wie es weitergehen wird. Wir vom Sailor Moon German Team werden auch weiterhin für Liebe und Gerechtigkeit kämpfen und euch im Namen des Mondes informieren. In diesem Sinne sage ich erstmal danke, dass ihr hier wart und ich hoffe, euch hat der Vortrag gefallen. Falls jemand Fragen hat zu Sailor Moon oder so, kann er sie gerne stellen. Falls nicht, wir sind dann noch mit dem Stand in der Tenne oben. Würde mich freuen, wenn er zu einem Plausch vorbeikommt. Und ja, wir sehen uns dann auf der nächsten Woche. Da haben